Wir brauchen auch mehr Lehrerinnen und Lehrer und vor allen Dingen, und das ist etwas, was ich an dem Bildungssystem hier bei uns in Bayern ganz klar kritisiere und das muss abgeschafft werden, sind die Befristungen bei den Lehrern, weil das eine unglaubliche Ungewissheit und Angst bei diesen Lehrerinnen und Lehrern schafft. Und es kann eben nicht sein, dass man der Wirtschaft sagt, hey, ihr müsst die Befristungen reduzieren. Und als Vorbild, wenn man selbst öffentlicher Arbeitgeber ist, sagt man auch, nö, wir befristen. Das geht nicht. Und das geht auch übrigens nicht für die Perspektive für diese jungen Menschen.